Yo Leute, herzlich willkommen hier zum Tutorial auf Mr. Brownie LP. Der eine hat da mal runtergeschrieben unter einem Video, wie ich denn meine Videos denn einstelle, bis von der Projekterstellung bis zum Rendern. Und das will ich jetzt ganz im Aufnehmen. Ich benutze jetzt gerade Camtasia, weil mit dem Windows 8 funktioniert irgendwie Fraps nicht mehr auf dem Monitor. Und daher probieren wir das jetzt mal mit Camtasia. Und zwar starten wir ganz normal Adobe Premiere. Apropos, wir können gleich mal gucken, wie viel Camtasia eigentlich schluckt, auch von der Leistung. Ihr seht schon, alter Schwede, Mann. Dann gucken wir mal hier drauf. Okay, 30%, das geht eigentlich noch voll klar. Ja, Windows, halt die Fresse. So, wir starten also mal Adobe Premiere hier. So. Und fangen dann mal an. Wir machen jetzt ein neues Projekt. Hallo, funktioniert? Okay. Neues Projekt. Also ich benutze ja immer, weil ich ja in Full HD aufnehme und ihr solltet definitiv, wenn ihr in Full HD auch aufnimmt, also wenn ihr Videos aufnimmt, dann ist es immer scheiße, wenn man so Videos hat, wo links und rechts, oben, unten irgendwelche Balken sind und man das in Full HD hochrendert und es am Ende scheiße aussieht, weil der Bildschirm des anderen kein Full HD unterstützt. Wie findet man das raus? Also wir machen jetzt erstmal hier so ein bisschen was. Ja, Aufnahme mache ich hier immer auf HDV. Name müsst ihr euch aussuchen, was ihr machen wollt. Laufwerk ist okay. Also da könnt ihr euch einstellen, wo das alles hin soll. Das soll dahin, wo es immer hin soll. So, jetzt kommen wir zu den Einstellungen. Hier benutze ich mir gar keine, was die da sagen. Hier gehe ich auf Bearbeitungsmodus Benutzer definiert, Time-Based 60 Frames, weil YouTube das trotzdem runterrendert auf 30 Frames, aber ich mache es trotzdem auf 60, weil ich weiß es nicht. Ich finde, es soll er später runterrendern und dann ist okay. Das könnte man jetzt auch natürlich auf 30, 35 FPS machen. Aber das müsst ihr euch anpassen, weil wenn ich zum Beispiel jetzt mit meiner Spiegelreflex aufnehme, auf Full HD macht er zum Beispiel 29,97 Frames. Ja, oder wenn ich auf, nee. Wenn ich im Vorjahr die Aufnahme macht er 23,976, genau, und wenn ich in 720p aufnehme, macht er 59 oder diese Zahl hier, 29, oder macht er das? Ich weiß nicht, also ihr müsst es immer so anpassen, wie ihr es habt. Ich kann euch das mal zeigen, wie ihr das rausfindet. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ja genau, wir suchen uns jetzt mal hier kurz das Metro-Video raus, da ist es. Ihr macht einen Rechtsklick auf das Video, was ihr bearbeiten wollt. Geht auf Details und dann steht hier meistens Einzelbildrate 60 Frames. Ja, so könnt ihr das raussuchen und dann müsst ihr euch halt die Sequenz so abstimmen, wie ihr das wollt. Ja, dann Video, Framegröße 1920x1080, weil so nehme ich auf, so will ich das haben. Pixel-Seitenverhältnisse, quadratische Pixel, das ist wichtig, ja, 1 zu 1. Halbbilder keine, weil das sieht immer scheiße aus, wenn in der Mitte oder sonst irgendwo ja, kacke ist. Dann bei Audioqualität müsst ihr raussuchen, was ihr hier eingestellt habt. Rechtsklick hier unten auf diesen etwas. Dann geht ihr auf den jeweiligen Aufnahmegerät und sucht hierbei erweitert raus, was eure Qualität so gesagt will. Wenn jetzt hier steht 192.000 Hertz, nimmt das nicht, wenn eure Soundkarte das nicht kann. Hört sich das im Nachhinein scheiße an. Ich weiß nicht, was jetzt die Sound, also was jetzt durch Windows 8 hier der Sound macht. Das werde ich danach aber erstmal rausfinden. Und okay. Microsoft AVI ist okay. Und jetzt gehen wir auf Microsoft Video 1. 1920x1080, maximale bla. Ah ne, das habe ich ja mal rausgelassen, genau. So, hier gibt es dann noch den Sequenzname wie Ficker. So. Jetzt öffnet der das Ganze. So, er hat es jetzt alles schon gemacht in die Fenster, so wie ich das haben will. Normalerweise ist das so, dass das Fenster, wo die Videos hier drin sind, hier unten ist. Ich habe mir das jetzt aber so gemacht, dass ich das hier oben habe, damit ich hier oben eine direkte Zusammenstellung habe. Und normalerweise ist das Fenster hier auf dem zweiten Monitor, weil dann kann man das Ganze in groß sehen und kann das Ganze dann besser bearbeiten. Für die Leute, die jetzt nur einen Monitor haben, lasst es so, wie ich es hier gerade habe. Ja, Timeline und so kennt ja jeder. Also jeder, der es irgendwie schon mal benutzt hat. Ach, sind meine Festplatten wieder leer. Fraps, Behinderte, Fraps, Fraps, ja, Fraps. So, jetzt gehen wir, jetzt sehen wir uns hier den Battlefield-Clip, ziehen den hier rein. So.
Und haben jetzt den Battlefield-Clip. Ich sehe gerade, dass das hier schon gelb ist. Also wenn die Leiste hier gelb ist, dann könnt ihr damit, könnt ihr in Ruhe das Ganze Alter. beobachten. Multi. Aber es gibt noch einen Trick, den werde ich dann in einem anderen Video mal erklären, wo man denn nach das Ganze, wenn man eine Nvidia-Grafikkarte hat, das Ganze damit noch machen kann, dass die Grafikkarte das Ganze noch mitberechnen soll. So, jetzt seht ihr hier, habe ich das Video reingezogen. Hier Mr. Brownie LP Dominating 5er Killstreak, obwohl ich eiskalt hier Teamkills mache. Ach, fail, ne? Egal. So, Effekte und sonst wie was, was auch immer ihr machen wollt. Ihr habt hier unten diese Line. Da könnt ihr das Ganze näher ranziehen, bis ihr Frame to Frame arbeiten könnt, ne? Also hier, wenn ihr das so seht, so. Also Bilder pro Bild pro Bild, sagen wir es mal so. Und ich mache jetzt zum Beispiel immer, wenn ich jetzt irgendwas bearbeite, gehe ich immer in die Blenden rein, weiche Blende, zack, und dann kann man, wird das Ganze hier dementsprechend auch langsamer gemacht. Dazu noch auf jeden Fall eine Audioblende. Also wenn ihr jetzt hier mitten in der Aufnahme seid, solltet ihr auf jeden Fall eine exponentielle Überblendung machen. Weil dann ist der Ton nicht gleich da, so BÄM, Video, einer startet das Video und dann ist das Video da. Also so von wegen Sound und dann ist laut, sondern so kann man ganz gechillt das Ganze anpassen und kann auch machen. Wichtig ist, dass wenn ihr jetzt, sagen wir mal, nur eine Soundaufnahme habt, dass ihr hier oben in den Audiomixer geht, ja? Und ihr in euren Vorhören ein Rauschen hört, was ja bei den meisten so ist, ja? Dann geht ihr hier auf minus 10, minus 5, dann ist zwar das Video leise, aber ihr habt nicht dieses dämliche Rauschen. Oder ihr packt irgendeine Musik hinter, die mit minus 20 läuft und könnt dann so gesagt auch ja, rauschfrei ein Video hochladen. Das habe ich aber später erst mitbekommen. Ihr könnt natürlich auch einiges an euren Mikrofon machen, wenn ihr hier an dem Pegel ein bisschen rumdreht. Ja, Mikrofonverstärkung sollte meiner Meinung nach immer aus sein, weil sonst. Hallo, hallo, hallo. Hört man das ziemlich scheiße und ist nicht gut. Okay, wir haben jetzt das Video bearbeitet. Wir haben jetzt geguckt hier. Wichtig ist, dass wenn ihr das Video bearbeitet habt, dass ihr hier guckt, dass dieses Teil hier oben, die, wie auch immer man das nennt, ich nenne es Teil, hier so gestellt ist, dass es auf eurer Sequenz eingestellt ist. Ihr könnt das Ganze mit Doppelklick machen, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, nur das Video drin habt. Wenn ihr jetzt aber Einstellung habt, wo ihr zum Beispiel aus meinen anderen Videos kennt, wo unten das Pony ist, dann habe ich das Pony einfach mal schon so weit gezogen, dass das Ganze schon 50 Minuten lang geht, dass ich das später nicht nochmal reinkopieren muss. Da müsst ihr das Teil hier dementsprechend auch auf die Länge ziehen, manuell. Wenn ihr jetzt irgendwelche Wasserzeichen oder sowas drin habt. Okay, wir haben das gemacht und speichern das Ganze ab. So, wenn ihr jetzt mehrere Videos habt, ja, zum Beispiel mache ich das, wenn ich jetzt ein Forza Horizon Let's Play aufnehme, ja, mache ich das so, also mache ich diese ganzen Dinge hier, speichere mir diese Teile ab, wie zum Beispiel, kann man das hier sehen, ja, Forza 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder GB1, GB2 oder sowas, ja, dann speichert man die Dinger sich ab und mit CS6 und ich glaube bei 5.5 war das auch schon so, könnt ihr hier den Adobe Media Encoder öffnen. Das Ding macht, rendert die Parts nach und nach. Ja, das heißt, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, hier was abspeichert, wie zum Beispiel Test, ach, ist schon da, dann nehme ich das ASD, 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 ASD. So, suchen wir uns schnell den Ordner raus. Alles hier und hier und hier und wo ist ASD, ASD? So, das ist hier der Adobe Media Encoder, ja? Das Ding ist dafür da, dass ihr mehrere Parts hintereinander rendern könnt. Das mache ich zum Beispiel, wenn ich schlafen gehe, sage ich meinem PC hier, mach die Parts und render. So, ihr zieht einfach die Parts hier rein, dann kommt dieses Dingens hier, dieses Fenster, dann sagt er mir verbunden mit. Und ich glaube, wenn ihr eine gecrackte Version habt, habt ihr da extreme Schwierigkeiten. Daher würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dieses Programm auch zu kaufen. Es kostet zwar ein bisschen, aber ihr habt danach auf jeden Fall keine Ahnung, keine Probleme mehr. Ihr habt Updates und sowas alles. Ist zwar ein bisschen sehr teuer, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also mir macht das Programm, mir gefällt es und ich komme damit besser klar als wir mit Sony Vegas. Und daher, ja, auf jeden Fall. Wenn das alles geklappt hat, geht ihr hier auf
die Sequenz, drückt auf OK, dann ist sie hier drinne. So. Und jetzt könnt ihr, also müsst ihr hier raufdrücken auf den entspricht der Qualität. Jetzt seht ihr hier schon, sieht so ein bisschen sehr komisch aus. Jetzt gehen wir beim Format. Da bin ich momentan noch so ein bisschen am rumprobieren. Aber H264 ist es. Und dann gehen wir jetzt mal zu den Videoeinstellungen. Das ist jetzt auch die Übernahme zu den Rendereinstellungen zu Adobe Premiere. Das sieht hier nicht viel anders aus. Ihr geht hier einfach auf Exportieren. Wenn das nicht da sein sollte, müsstet ihr hier die Sequenz andrücken, exportieren Medien. Und so sieht es denn genauso aus. Ja, ich erkläre es aber jetzt hier, weil das Programm, wenn jetzt welche Let's Plays machen wollen, die benutzen das ziemlich, also ich benutze es ziemlich gerne. So, wir können jetzt hier dieses, also das Video einstellen. Ich mache das mal ein bisschen größer, damit man ein bisschen mehr was sieht. So, wir haben jetzt Bitrateneinstellungen. Das erste, was ich immer mache, ist bei den grundlegenden Videoeinstellungen das Level einzustellen. Wenn ihr jetzt ein Full HD Video habt, geht ihr mindestens auf 4,2. Ja, weil dann wird er hier schon automatisch auf Full HD aus. Wenn ihr jetzt auf 4.1 geht, geht er nur noch auf 1000, also auf 720p. Wenn ihr probiert hier was zu machen, sagt er mir, bitte wählen Sie ein anderes Profil aus, weil das zu niedrig ist. Okay, machen wir das. Die Framerate müssen wir jetzt hier dementsprechend auch einstellen. Render mit maximaler Tiefe. Es dauert zwar ein bisschen länger, aber die Bildqualität wird auf jeden Fall verbessert. Quadratische Pixel, darauf solltet ihr immer achten. Profil einfach ist okay. Man könnte jetzt auch auf Hauptoptionen gehen. Keine Ahnung. NTSC, ja. Und jetzt kommen wir zu den Bitrateneinstellungen. Da geht ihr VBR1 Durchgang. Ich, weil ich gerne etwas größere Leitung habe, eine 150K Leitung, kann jetzt natürlich auch auf 20 MB pro Sekunde gehen. Ich weiß ganz genau, dass YouTube dieses runterrendert auf 6 MB, aber ich bin immer noch der Hoffnung, dass sie irgendwann mal sagen, okay, wir lassen dir deine Qualität so, wie es ist. Ich könnte mir das Ganze auch eigentlich ersparen, indem ich mir die ganzen Videos runterlade von mir und mir gucke an, also mir angucke, was YouTube da macht und könnte jetzt sagen, okay, für wie lange für 50 Sekunden Video brauche ich keine 115 MB, da könnte ich ganz einfach auf 6 gehen. Und da habe ich nur 34 MB und kann schneller hochladen. Das könnte ich natürlich auch machen, aber das müsst ihr entscheiden, wie ihr das macht. Ja. Und mittlerweile will ich jetzt diese Videos, ihr kennt es von Gronkh oder sowas, diese originale Größe machen. Das Ganze habe ich rausgefunden, indem man, habe ich gemacht, mir jetzt hier mal ein paar Videos angucke, zum Beispiel das Metro Last Light Video. Guck denn hier, mach einen Rechtsklick auf das Video, geh Videoinformationen anzeigen und sehe hier die Anzeige 2048. Das könnt ihr aber nur machen, wenn ihr auf Level 5.1 geht. Ja, da könnt ihr auf 2048 hoch gehen. So, jetzt sieht das natürlich ein bisschen scheiße aus. Da, was habe ich denn da gemacht? Ich habe kurz mal hier abchecken. 1000, doch, das sollte eigentlich richtig sein. 248 mal 1536. 1536, das ist eigentlich richtig. Wir werden jetzt hier an den quadratischen Pixel mal ein bisschen rumspielen. So, da haben wir es. Hauptoption HD, da haben wir es. HD Anofuma, was auch immer. Da ist dann das ganze Bild wieder komplett ausgedingenst und ja. YouTube macht dann irgendwie 12 MB anstatt 6 und es sieht dann schon mal auf jeden Fall ein ganz kleines Ticken besser aus. Ja, hier könnt ihr denn jetzt auch, wenn ihr auf dieser Auflösung geht, wirklich eine 12 eintragen, damit ihr auf sicheren Weg seid. Das wäre jetzt 69 MB. Dann gehe ich hier auf maximale Renderqualität, Vorschau verwenden, weil wenn jetzt Premiere Pro dann eine Peak-Datei erstellt, steht ja auch da, die Vorschau-Dateien, wird das Rendern beschleunigt. Das heißt, das, was er eigentlich schon gerendert hat, ja, benutzt er, um schneller das zu rendern, weil das Ganze ja im Cache ist. Ja, also in einer Ablagerungsdatei, die er da erstellt. Daher kann er das besser zum Rendern benutzen und kann ja es so verwenden, dass es gut aussieht. Ja. Okay, das war es eigentlich mit dem Rendern. Achso, nee, war es nicht. Ach, fuck, das hätten wir jetzt ja fast vergessen.
Ja, wir gehen jetzt hier auf AAC Version 1, gehen auf die jeweiligen Abtastraten, wie ihr jetzt aufgenommen habt und sowas alles. Das wäre jetzt in meinem Fall 96.000, aber ihr könnt auch 48.000 nehmen ohne irgendwelchen Qualitätsverlust. Das ist auf jeden Fall okay. Ja, Bitrateneinstellung gehe ich immer auf 192. Die manchen sagen, ja, das ist doch voll unlogisch, gehe auf 128. Mir kostet es nicht, kein MB mehr, und wieso soll ich das nicht machen? Ja, Leute, die bessere Kopfhörer haben, haben somit gleich eine bessere Qualität und damit ist das Ganze ausgeglichen. Es hat keiner einen Verlust, also sollte man da nicht rumheulen. So, erweiterte Einstellung, benutze ich immer die Bitraten, weil, ja, ne? So, Multiplex, da gehe ich immer auf MP4 und dann Stream-Kompatibilität. Keiner will einen Eischrott haben, also gehen wir auf Standard. Wenn ihr einen FTP-Server habt, ich habe keine Ahnung, könnte man das noch benutzen, um irgendwie damit zu rendern. Oder vielleicht auch gleichzeitig das hier auf YouTube hochzuladen. Das könnte natürlich auch sein. Damit habe ich mich aber noch nicht auseinandergesetzt. Das ist auch ziemlich unwichtig, weil, ja. Okay, das war's eigentlich. Jetzt könnte man auf Rendern gehen und dann hat man das Video. Und hier müsst ihr auf jeden Fall nochmal aufpassen, wenn ihr jetzt da sowas habt mit Wassermark und Wasserzeichen und so, dass ihr da auf jeden Fall hier auf Arbeitsbereich geht. Dann macht ihr das Ganze so, dass es dann auch wirklich da ist und ihr keine schwarzen Hinter-, also dass ihr dann irgendwann so ein Video habt, wie ich mal hatte, dass im Hintergrund irgendwie dann nur noch schwarz kommt und da nichts mehr ist, weil ja Adobe der Meinung war, ich render das nicht, da ist ja nichts mehr. Ja, also hoffe ich, dass euch das ganze Video ja, geholfen hat zu den Einstellungen zu Adobe. Ich werde dann irgendwann nochmal ein Video machen, wie man das Ganze mit der Grafikkarte macht und so. Und wie man das Ganze generell noch beschleunigt. Das geht aber nur beim AMD-Prozessor, weil ich einen AMD-Prozessor habe. Daher kann ich definitiv das sagen, aus eigener Erfahrung, dass das so geht. Schaut auf meinen Kanal vorbei für die Leute, die neu sind. Ich mache momentan ein Gewinnspiel. Das wird wahrscheinlich dann schon zu Ende sein, wenn es die meisten sehen. Und ja, mehr gibt es hier eigentlich nicht zu sagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst oder ein Like oder sonst wie was. Ihr müsst es aber nicht tun, weil es ist ja keine Pflicht. Und schaut auf jeden Fall meine anderen Videos vorbei, falls euch da was gefallen hat. Und sollte euch Tutorials gefallen, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare oder lasst es mich wissen mit so einem Daumen, weil dann kann ich sowas öfters mal machen und mein Wissen euch geben, was ich denn zumindest so weiß. Also Leute, dann haut rein und ich beende jetzt die Aufnahme. Ciao.